herzlich willkommen zu The Elder Scrolls Online. Wir sind hier auf der Insel Auridon, also im Anfangsgebiet von Valmere Dominion, in der Nähe von Grünwasserbucht, das ist ziemlich weit im Norden. Und schauen wir mal, was es hier für Quests gibt. Später in Aldania. Oh, gedankt sei Mara. Ihr gehört zur Verstärkung, richtig? Nein, was geht hier vor sich? Die Maoma sind passiert. Die verdammten Vipern haben zugeschlagen und die Stadt überraschend eingenommen. Wartet, ihr sagtet, dass ihr nicht zur Verstärkung gehört? Wir haben Ärger. Außer, ihr helft uns? Na klar, doch, was benötigt ihr? Es gibt eine uralte Maschine auf der Ostklippe, die altmährische Hafenverteidigung. Falls ihr sie wieder in Betrieb setzen könnt, macht das die Sache für uns wesentlich leichter. Mein Hauptmann hat einen Läufer losgeschickt, um sie zu aktivieren. Ist nie zurückgekommen. Tja, das schaut schlecht aus. Ich werde sie finden. Der Name der Späherin ist Loromé. Sucht sie auf. Wir werden direkt hinter euch sein, sobald mehr Klingen auftauchen. Viel Glück. Mhm. Wo ist euer Hauptmann? Sie ist an der Postenkette auf der anderen Seite der Stadt. Derzeit ist unser einziges Ziel, die Maorme hier aufzuhalten. Ohne Verstärkung werden wir diese Bastarde nie zurück ins Meer drängen. Aha, also da war von Vipern die Rede, sind das Schlangenmenschen oder heißen die nur so? Wenn wir irgendwas herausfinden. Okay, das ist ein Seevipern-Bildland. Gut, das sind noch Humanoide auf jeden Fall. Ob das Elfen oder Menschen sind, sieht man von hier aus nicht. Auf jeden Fall dingsen wir mal den Dings. Keine Daedra diesmal. Wir sollen hierhin sperren, Loromé finden. Dann ist das zwei Gegner. Schauen wir mal, ob ich. Also zwei müsste ich eigentlich wegblitzen können. Und da ist Eis eigentlich nicht schlecht für den Job. Man sieht wieder den Effekt bloß nicht. Weil diese Eiszauber, die verlangsamen ja die Gegner. Verlangsamen heißt das. Auf Deutsch. Okay, den klatsche ich erstmal so um. Dann diese Minen, die will ich ja leveln. Jo. Komm, Mietz, Mietz. Jenny macht das schon. Wenn ich die leveln will, muss ich halt so machen. Weil Clanny weicht keinen Millimeter zurück. Wenn Clanny schlau wäre, würde er zurückweichen. Und was ist denn da? Da ist ja ziemlich was kaputt, oder? Das sind doch Ruinen. Also hier scheint einiges los zu sein. Schauen wir uns alles an. Moment, was? Wie gesagt, ich level diese dätischen Minen. Daher mache ich das momentan etwas auf die umständliche Weise. Könnte ich auch einfach haben, das weiß ich auch. Das hat alles eine Methode. Achso, das ist wieder meine dätische Mine. Vielleicht noch ganz nebenbei erwähnt, ich habe hier gequestet, gestern und heute Mittag, in dem Bereich, das war überwiegend eine Nebenquest, deswegen habe ich sie mit beiden bereits erledigt und nicht auf Video aufgenommen. Nur ganz zum Schluss ist mal kurz auf die Situation mit Sippenhochfürst und Estre eingegangen worden, aber da wir Estre schon erledigt haben, also wir hätten wahrscheinlich die Quest vor der anderen Quest erledigen müssen, bevor wir Estre erledigt haben. Wir haben es halt andersrum gemacht. Ja, so. Und da ist dann zum Schluss mal erklärt worden, dass, also jetzt sieht man in einer Vision, ganz zum Schluss, dass Estre am Schrein von Merunes Dagon betet und ihre Seele gegen Macht verkauft. Aber, wie gesagt, Estre ist bereits tot und daher ist das nicht mehr relevant. Ich hätte die Reihenfolge der Videos auch ändern können und einfach das von heute
davor rausbringen können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber es war überwiegend eine Quest mit Nebenquest-Charakter und ich kann einfach nicht alles filmen. Das geht einfach nicht. Da muss man ab und zu mal eine Auswahl treffen. Und deswegen erzähle ich euch nur, worum es in der Quest geht. Wow! Kusch! Ohne meine Route, fix, Leute, so okay. Ausschwärmen! Ab und zu mal den Hai, links da. Fackelt es ab! Ja, super, ich hasse dieses Gebremse, aber was hilft's, ist halt so. Boah, ey. Clanny und Heilung, stopp. Oh, das schaut gerade nicht so gut aus. Vor lauter Rumgetrickse kacke ich noch ab, weil ich unbedingt die dätischen Minen leveln will. Aber gut, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Der Einsatz der dätischen Minen ist ein bisschen knifflig. Weil man dafür eben. Es gibt zwei Möglichkeiten, die dätischen Minen einzusetzen. Entweder, wenn man Clanny dabei hat, man setzt sie ihnen direkt unter den Hintern. Also so. Oder man setzt die dänischen Minen, tritt ein paar Meter zurück und lässt sie reinlaufen. Also holt sie praktisch mit irgendwas. Hui, mit der Linken. Ich habe heute schon wieder gefischt. Heute Mittag, ich hatte heute Frühschluss. Dafür Nachmittagsdienst nochmal, also da musste ich nochmal rein. Zu einer Zeit, wo ich donnerstags normalerweise nicht nochmal in die Arbeit muss. Gut, da ist noch ein Questmarker, auf den bewegen wir uns mal zu und mal schauen, ob man die nebenbei erledigen kann. Clanny, lass dich nicht ablenken. Mir nach. Mir nach, genau. So, so ist brav. Genau so. Was du machen? Freund oder Feind? Feind. Es ist ziemlich schwierig, diese Mine so zu platzieren, dass sie alle ausgelöst werden. Habe ich glaube ich noch nie geschafft. Maximal zwei. Ah, Gascha an, Waffenaktivierung. Das ist bestimmt Questleiter, mein Stiftsvogel. Falls es einmal nötig sein sollte, dürfte es kein Problem sein, das Gerät zu aktivieren. Eine Reihe von Wilkensteinen versorgen es mit Energie. Es sollte selbstständig Schiffe ins Visier nehmen und zerstören. Also da geht es um die Maschine. Wir brauchen also Wilkensteine. Zusätzlich zu dem Stein, der sich in eurem Besitz befindet, werde ich einen in der Kiste in meinem Haus hinterlegen. Der letzte Stein befindet sich in Marainas Taverne. Ich weiß, das ist nur eine Liebelei, aber ich wollte ihr etwas Schönes schenken. Und da hat er ihr einen Wilkenstein geschenkt. Na klasse. Setzt die Steine einfach in der richtigen Reihenfolge in die Fassung ein und das Gerät wird aktiviert. Die Reihenfolge lautet 1, 2, 3. Nein. Gut, die Reihenfolge lautet, scheint mir ziemlich wurscht. Der Hauptmann hat euch geschickt. Gedankt sei Mara. Was ist geschehen? Sie haben mich verfolgt. Ich bin um das Haus des Stiftsvogts herumgeschlichen. Ich wollte herausfinden, wie man dieses alte Gerät einschaltet. Man braucht einen Satz Steine. Altmärische Kraftsteine. Ja, habe ich schon kapiert. Wo kann ich die Steine finden? Ich habe diesen Fetzen Papier gefunden. Hier steht, dass einer in der Taverne und ein anderer im Haus dieses alten Magiers ist. Sie liegen beide auf der anderen Seite der Stadt. Der Dritte. Der Kapitän der Maormer hat den letzten. Er war im Haus des Stiftsvogts. Jo, ich werde die Steine. Tut finden. Das. Ich bleibe hier einfach sitzen und ruhe mich aus. Und versuche, mich heute nicht noch einmal niederstechen zu lassen. Jo, ich würde dich ja heilen. Mein, kann ich ja. Übrigens, wundert euch nicht darum, dass ich jetzt plötzlich so einen Helm aufhab. Ich habe vorher einfach den Helm ausgeblendet gehabt und deswegen war der nicht zu sehen. Ich habe also keinen neuen Helm gekauft oder so. Der war nur ausgeblendet. Und ich finde den Helm eigentlich recht schick irgendwie. Und drum zeige ich ihn auch. Da war
beim Questmarker. Und jo. Ist das das Haus des Magiers oder ist das was anderes? Na, Magierrüstung. Magierlicht und... Zündet es an! Jetzt muss ich jetzt mal kurz wechseln. Hätte schief gehen können. Da rein. Hallo, grüß dich. Willkommen in letzter Stunde. Ja, jetzt habe ich es mal geschafft, zwei Minen zur Explosion zu bringen. Selten genug. Kapitän Paranoia 7449. Da werde ich meine Ultimate nutzen. Zum Glück ist die aufgeladen. Vorher normale Angriffe verwenden und die Ultimate noch ein bisschen mehr aufladen. Kleine noch ein Töter des Dominions, der herumschnüffelt, wo er nichts zu suchen hat. Und jetzt habe ich dir die Ultimate. Jo. warum rennst du denn schon wieder? Komm, ich weiß nicht, woran das liegt. Das kommt ab und zu mal vor, dass die dumme Nuss einfach rennt. Sie rennt halt einfach. Wie Forrest Gump. Sie hört dann einfach nicht mehr auf zu rennen. Das ist ein bisschen lästiger Bug. Was ist das hier? Tagebuchantrag Kapitän Paranoia. Ich denke, das ist questionrelevant. Das nächste Mal, wenn wir in der Taverne sind, müssen wir uns über die Fahrtkante des Dominions unterhalten, Herr Kunua. Grünwasser einzunehmen war sogar noch einfacher als erwartet. Unser Agent hatte erstaunliche Arbeit geleistet. Die hatten nie auch nur die Gelegenheit, den Strahl zu aktivieren. Und jetzt bekommen sie auch nicht mehr. Kapitän Paranoia. Ja, Kapitän Paranoia hat allerdings auch nichts mehr davon, weil er ist tot. Hätte er sich mir nicht in den Weg gestellt, also einen Weg... Nehmt die Docks ein! Für Südfeuer! Moment, wenn ich nicht einen Blick auf die Treppe raufwerfen würde. Kuckuck. Die Seesoldaten sind hier. Los, wir geben euch Deckung. Bitte was? Wie? Wer hat da gesprochen? Also hier oben gibt es nur Rauch und Trümmer. Schade, ich hätte erwartet, hier vielleicht eine Truhe zu finden oder was irgendwie. Ein lila Rezept vielleicht, aber da fand ich nicht so. Ich habe immer noch Platz gefunden. Ich denke, bis zu den blauen Rezepten habe ich mittlerweile alle, aber lila Rezepte, keine Chance. Und ich schaue wirklich überall rein, selbst da, wo ich nicht reinzuschauen habe. Mittlerweile habe ich sogar einmal einen Kühlschrank daheim schon nach lila Rezepten gesucht. Naja, das jetzt nicht, aber das nun nicht, aber das kommt auch noch. We drink to our youth for the days come gone, to the age of oppression is just about done. Kämpfen da jetzt schon Soldaten von uns gegen die anderen? Sind das zwei oder drei? Zwei. Gut, dann Attacke! Und tschüss. Und ja, um den einen da hinten kümmert sich Glenny, das ist sehr angenehm. Und jetzt? Mal kurz Heilung. Batsch. So. Passt. Wunderprächtig. Gut. Dann, ich glaube, euch setze ich einfach ein paar Minuten an Batsch und guck mal, was passiert. Brennt es nieder!
Würde mir ja stinken. Okay, da habe ich wohl einen Moment gepennt, da bin ich selber schuld. Verbrennt es! Nichts dran zu beschuldigen. Dann wieder. Es geht sofort auf mich los, das ist vielleicht. Hallo! Hallo. Also wir haben ja da neulich einen wunderbaren Skinny genäppelt. Und zwar ausnutzen. Erhöht die Chance auf kritische Treffer um 7,5%, wenn die Ziele angreifen, die von dunkler Magie beeinträchtigt werden. Den werde ich mit Sicherheit an bei nächster Gelegenheit noch weiter ausbauen. Weil, ja, wenn man mal sehen, ob es da 14% sind oder 5% oder was, 15% mehr Crit, zusätzlich zu dem Crit, den ich eh schon habe. Wie viel Crit habe ich denn gegenwärtig? 16%, das ist gerade nicht so pralle. Da müsste ich mich wirklich mal befassen, wie ich mehr kritischen magischen Schaden, was ich dann noch alles tun kann. Also generell nicht bloß unter gewissen Voraussetzungen. Dum-di-dum-di-dum, hallo. So, das dürfte es gewesen sein. Ich müsste mal kurz heilen. Halt! Stopp! Raus aus dem Ding. Ich möchte Heilung jetzt. Genau, nicht später. Wieder möchte ich später heilen. Möchte ich. Um. Dumm. Jo, du legst die nieder, ha? Dann zeigt ein Questmarker dahin. Vorsicht, hüte dich vor dem Unsichtbaren. Nicht, dass der wieder irgendwas Unsichtbares, also etwas Unsichtbares, etwas Nicht-Sichtbares, Unsichtbares, so unsichtbar, dass man es nicht sehen kann, halt, auf uns lauert. Das hasse ich nämlich sowieso wie die Pest. Wir werden verprügelt und sehen auch nicht, was uns verprügelt. Können uns auch nicht dagegen wehren, weil das, was wir nicht sehen, auch keinen Schaden nimmt. Und wir sind hoch, bevor es sichtbar wird. Oft genug passiert, gestern erst. Das macht mir immer ein bisschen Sorgen. Es ist eigentlich, wenn ich queste, Todesursache Nummer 1, unsichtbare Gegner. Also nicht wirklich unsichtbare Gegner mit unsichtbaren Skills, sondern Gegner, die einfach noch nicht angezeigt werden, aber schon da sind, rein rechnerisch. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, muss ich längst unterbieten, wenn man das unbedingt mag. Und nochmal. Das ist doppelt gemoppelt. Hehehe. Lustig. Im Wechsel sind ist das Gegner nicht so schlecht, weil der Effekt verschwindet ja auch nicht. Manche Effekte verschwinden ja, wie zum Beispiel diese Rüstung da, ne? Wenn ich jetzt die Skillleiste wechsle, ist er weg. Er ist nur so lange aktiv, solange er in der Skillleiste zu sehen ist. Hier setzen wir einfach eine Rune unter den Arsch. Machen wir mal kurz einen auf diesen da.
Boah, ey, der bewegt sich ja richtig. So was er war. Okay. Und tschüss. Wie weit ist denn der eigentlich? Zersplitterndes Gefängnis und Wechsel. Dätische Minen 2. Auf den Mord von den dätischen Minen bin ich wirklich gespannt. Ich denke, du zauberst gleich nicht mehr. Und dich machen wir auch auf die klassische Weise fertig. Oh. Kurz und chancenlos. Also sehr sichere Sache, das. Hier gehen wir ein bisschen wieder Risiko ein. Und Eiskomet. Solange die am Boden rumgammeln. Ups, okay. Das lag daran, dass ich bei den ersten Angriffen die Maustaste verwechselt habe. Da bin ich mal wieder selber schuld und da kann auch das Spiel diesmal nichts dafür, mal keine Posinix oder so. Wenn es so ist, gebe ich es ja zu. Es ist ja nicht so, dass ich dauernd behaupte, das Spiel ist schuld, das Spiel ist schuld. Nee, das mache ich nicht. Dazu ist das Spiel auch viel zu gut. Das wäre unfair. Und winke, winke. Ich wette, die Toten von Tanzelwill hatten eine Menge über Eiren zu sagen. Jo, das kann ich mir auch vorstellen. Tanzelwill hieß der Ort, den ich zuletzt befreit habe, wo ich anfangs erwähnt habe, Tanzelwill, also das war... Ich zeige es euch gleich nochmal auf der Karte, bevor ich da rumkatze. Das hier ist Tanzelwill. Das, wo ich euch erzählt habe, was ich als Lebensquest eingestuft habe und deswegen nicht gefilmt habe. Obwohl zum Schluss auf Estelle zu sprechen gekommen ist. Ich forsche jetzt schon ungefähr mein halbes Leben lang an dem Auge. Wir wissen, was es kann. Es ist eine Verteidigungswaffe unglaublicher Macht. Wir wissen, wie die magischen Kristalle die Halterin passen. Sie leuchten hell, wenn sie korrekt eingefügt würden. Wir wissen jedoch nicht, wie es funktioniert. Gelehrte von nah und fern besuchen unsere Stadt, untersuchen das magische Zusammenspiel, gehen kopfschüttelnd wieder. Wo speichert dieses Gerät seine Energie? Wie bündelt es den Strahl? Was verleiht dem Feuer diese Stabilität? Unsere Ahnen waren den Fähigkeiten der heutigen Weisen wirklich deutlich voraus. Führen ihr Mitglied der Magiergilde. Das war jetzt gerade kein Lag. Ich habe husten müssen und das habe ich gerade die Pause-Taste erwischt. La 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 la. Also legt die Wilkensteine in die Halterungen. Hinweis, ein Wilkenstein leuchtet, wenn man ihn richtig platziert. Gut, wo sollen wir ihn denn platzieren? Das habe ich mir gedacht, nahe den Schiffen. Sonst macht das ja keinen Sinn, von dem, was wir bereits wissen. Zum Gruße! Gut, das kann mir natürlich enden, egal. Hallo. Jo, ging diesmal ziemlich gut. Wir hatten sogar noch 60% Leben. Okay, hallo, der Dings ist wieder weg. Kurz warten auf...
Mana Regeneration bei 80% müsste eigentlich bis 80% müsste hochgehen. Der Rest sind laufende Skills, die. Ja. Zum Gruße. Genau. Zersplitterndes Gefängnis ist dunkle Magie. Und da bekommen wir, solange die im zersplitternden Gefängnis sind, 7,5% mehr kritischen Schaden. Also 7,5% höhere Wahrscheinlichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Das müsste eigentlich auch die Ultimate verstärken, ne? Eigentlich schon, ne? Also die Ultimate müsste ebenfalls 7,5% höhere Chance haben zu killen. So, das sieht nach Waffe aus. Wieso 5? Ich hab doch nur 2, 3. 3, oder? Alterung. Alterung. Sieht so aus, als könnte ich gar nichts falsch machen. Hab ich vielleicht. Der ist offensichtlich stumpf. Und wie kriege ich den jetzt da wieder raus? Verstehe ich jetzt gerade nicht, sorry. Ein Weltenschein leuchtet. Zwei leuchten, einer nicht. Den möchte ich gerne rausgucken. Und warum kann ich das nicht? Ah, jetzt geht's, ich muss nur genauer zielen. Okay. Na, ich verstehe jetzt. Es sind 5 Halterungen, aber nur 3 sind richtig. Die war es nicht. Dann muss der dritte hier richtig sein. Jo, genau. Benutzt das Auge. Wie benutze ich dich? Wie benutze ich dich? Muss ich da runter? Jo, dann benutzen wir es mal. Wahrscheinlich fackel ich jetzt die Schiffe ab. Sprecht mit Hauptmann Zirenwe. Gut, tun wir doch. Sieht so aus, als hätten wir Erfolg gehabt. Hallo. Freund. 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 Drachendummer. Selten genug. Zum Gruße. Scheinbar habe ich jetzt hier mit die Gegner vertrieben. Akela, nehmen. La 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 la. Seid gegrüßt. Bei Maras Herz, ihr habt hier gute Arbeit geleistet. Kein Wunder, dass Rasumdar euch vertraut. Wir haben den Sieg davon getragen. Wer weiß, wie lange es dauern wird, um die Stadt wieder aufzubauen. Doch mit den Seesoldaten im Rücken haben wir sie in Stücke gerissen. Wir haben den Sieg davon getragen. Vielen Dank. Ihr habt die Dankbarkeit eines erleichterten Hauptmanns. Quest abschließen. Mal schauen, ob das ein Skill ist, den ich brauche.
Was ist denn? Schwerterüstung des Dabas. Nö, Gnome Trade habe ich schon. Übrigens, wollte ich euch auch mal zeigen, das ist ein Add-on hier, das ist normalerweise im Spiel so nicht verfügbar. Damit ihr immer den Haken, die Trades habe ich schon alle, die hier sind in Untersuchung. Das ist Velaya und Clothing, also Schneider. Das ist Schreiner, das ist so gut wie ausgelevelt, nur noch P2 da. Und das war's. 18 Tage, 12 Tage, 16 Tage, also das wird eine Weile dauern. Und das hier ist Kalissa mit Plattenrüstung. Also da schaut es auch schon ziemlich gut aus. Da habe ich schon einiges zusammengebracht. Ich reite jetzt nochmal ganz kurz durch die Stadt. Ob ich hier eine Nebenquest vergessen habe, wenn nicht, schließe ich die Aufnahme. Beziehungsweise ich schließe sie hier. Ich kann sie ja wieder öffnen und das dann zusammenschneiden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.